Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen kleinen Video. Diesmal soll es nicht um meine Wohnung gehen, sondern soll vor allem um Shadow gehen. Da hat sich ja jetzt einiges herauskristallisiert, ein paar kleine Details und eine Verschiebung erneut. Auf mich ärgert das ein bisschen natürlich, aber ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, warum, wieso, weshalb. Und deswegen gehen wir mal direkt in die Shadow-Seite. Also erstmal vorbestellen. Die haben jetzt natürlich einiges geändert. Das ist schon länger so. Ich wollte schon länger mal ein Video wieder drüber machen. Die haben die komplette Seite hier überarbeitet. Shadow Boost ist quasi die erste Konfiguration, die man erst wählen muss, bevor man überhaupt upgraden kann. Und hier wird nochmal einiges erklärt. Zum Beispiel, warum muss ich bis zum November 2020 warten, bis mein Shadow-Account aktiviert wird? Und da steht halt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. So ist es auch bei Shadow. Also ja, unsere große Macht ist Shadow und unsere große Verantwortung ist alles, was hinter den Kulissen geschieht. Von der Bestellung bis zur Lieferung, Installation und Prüfung der Hardware in unserem Rechenzentrum erfordert all dies eine umfangreiche Logistik. Wir wollen diese Schritte unter den bestmöglichen Bedingungen durchführen, um eine optimale Qualität zu gewährleisten. Deshalb werden wir mehrere Monate brauchen, um alles einzurichten und dir den Zugang zu deinem Shadow zu ermöglichen, und zwar besser denn je. Hier gibt es nochmal so ein paar andere Informationen. Ich verlinke die Seite. Könnt ihr euch mal anschauen, falls euch das interessiert und ihr das gerne buchen möchtet. Dann könnt ihr gerne meinen Code nutzen und 5 Euro Rabatt bekommen für Boost. Nur mal so am Rand. Ich bekomme dafür 1 Euro, wenn ihr es behalten solltet, ne? Nicht wenn ihr es aktiviert. So, hier steht auch, verwandle all deine Geräte in Hand und Drehen in einen leistungsstarken Windows-PC. Jedes Gerät, Windows, macOS, iOS, Android, Linux. Jedes Spiel, spiel all deine Games. Jederzeit so viel Leistung, wie du brauchst. Das ist nicht ganz klar und nicht ganz richtig. Aber wir gehen mal hier drauf ein. Wir haben hier immer noch in der Boost die 1080, 4 Kerne, 12 GB, 256 GB SSD, wobei natürlich Windows auch ein bisschen was von wegnimmt. Und man kann bis zu 4K 60 Hertz spielen, ohne Probleme, wenn man ein bisschen die Qualität runterschraubt. Hier sind nochmal die ganzen Varianten. Boost, dann später kann man dann auch für Benutzer ist das halt, man kann es dann upgraden. Ultra und hier nochmal für Infinite. Ultra hat dann quasi eine 2080 und die Infinite hat eine Titan RTX oder gleichwertig. Hier 4 Kerne, 4 GHz und 6 Kerne, 4 GHz. Hier haben wir 12 GB Speicher, ist immer noch so, 16 GB bei Ultra und 32 bei Infinite. Und man bekommt hier das Doppelte an Speicher und hier das Vierfache. Gut, die hier kosten 24,99, wenn man es quasi im Jahresabo holt. Und das hier kostet 40 Euro. Wenn man es halt im Jahresabo holt und mit dem Code von mir, den ihr bei der Bestellung einlösen könnt, das ist hier auf der rechten Seite. Hier kann man noch auswählen, möchte man ein Monatsabo oder ein Jahresabo. Ich würde für den ersten Monat für euch mit den 5 Euro Rabatt in diesem Monatsabo auswählen, weil dann könnt ihr jederzeit kündigen. Ihr könnt dann auch von diesem auf den 12 Monatsabo upgraden. Und könnte dann eben diesen 12-Monats-Abo mit etwas geringeren Kosten bekommen. Und hier rechts könnt ihr den Code auswählen. Hier in dem Fall meinen Rabattcode eingeben. Dann könnt ihr diesen Code nutzen und ihr kriegt dann hier minus 5 Euro auf die erste Rechnung. Ja, wenn ihr Lust habt, dann viel Spaß. Kümmert euch darum, wenn ihr das wollt. Und wir könnten dann gemeinsam vielleicht auf dem Discord mal diskutieren, vielleicht mit zusammen spielen, etc., 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 etc. Gut, das soll es erstmal hier weit gewesen sein. Eine zweite Sache, die
wichtig ist, Ultra und Infinite sollten eigentlich im Sommer 2020 kommen. Das wurde Ostern und so mitgeteilt, aber wegen Corona, wegen der ganzen Situation auf dem Weltmarkt, kommen die nicht hinterher und können nicht gewährleisten, dass es Sommer 2020 auch was wird. Die haben jetzt frühzeitig schon angekündigt, dass es quasi sich auf das Frühjahr 2021 verschieben wird. Und ich muss ehrlich gestehen, ich komme damit ganz gut zurecht. Natürlich wäre mir die 2080 lieber, alleine wegen Raytracing, ja. Also ich habe ja diese vorbestellt, aber ich kann damit erstmal leben, wenn ich hier diese Boost weiterhin benutzen kann. Ihr seht ja auch meinen Stream, ich spiele und es ist fast ohne Probleme. Kleine Dinge gibt es immer. Die App mal abstürzt oder bestimmte Dinge wie Internet mal weg ist, dann kann man gar nicht mehr spielen. Das sind alles so Dinge, natürlich nerven die, aber im Prinzip ist es nicht Shadows Problem. Ja, ansonsten, ich würde sagen, wenn ihr Interesse habt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie haltet ihr von Shadow, und es soll es auch schon gewesen sein. Für andere Informationen rund um wie performant, wie gut ist denn das Ganze mit dem Spielen? Hat man Verzögerungen oder Lags oder Eingabeprobleme? Dann gerne mal ein anderes Video von mir anschauen in der Playlist von Shadow. Und ansonsten danke fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Good Loot und have fun!